Ja, und damit herzlich willkommen zurück, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Und hier nochmal das Mirror Code Zero. Das hatten wir jetzt hier in einem der letzten Videos auf den Spiegel hier aufgetragen, auf der Fahrerseite und auf die Rückfahrkamera. Dazu kommt natürlich später auch nochmal ein Update. Heute will ich aber gleichzeitig nochmal das Clarco Roland hier in dieser Variante auf den Beifahrerrückspiegel sozusagen auftragen und schauen, ist das vielleicht auch eine Alternative? Können wir die normalen Glasversiegelungen, die wir alle so gut finden, hier vorne auf der Scheibe nutzen, auf dem Dach, Seitenscheibe, aber auch auf dem Seitenspiegel? Der Unterschied ist natürlich, da haben wir sozusagen fast gar keinen Fahrtwind, weil das ja natürlich hier im Windschatten liegt. Und dafür hat Softline hinein halt spezielles Mirror Code Zero rausgebracht. Und das Zero steht halt für 0 km/h, weil hinter dieser Spiegelkappe auf dem Glas ist natürlich so gut wie gar keine Luftvorwirbelung. Und da bin ich mal gespannt, ob das Clarco Roland da auch mithalten kann. Und das testen wir mal gemeinsam aus. Los geht's. So, und dann schauen wir uns das mal an. Und ihr seht schon hier, sind schon jede Menge Flecken drauf. Und hier hatte ich ja das Mirror Code Zero nicht auf dem Spiegel. Und da sehen wir hier, wie dann hier das Wasser einfach drauf liegen bleibt und ja, abtrocknet. Und da seht ihr auch hier, wenn da ein bisschen Dreck oben auf dem Spiegel ist und das läuft dann hier runter, festtrocknet, dann haben wir den Schmutz auch hier auf dem Glas. Ich nehme jetzt einfach nochmal wegen der Reinigung plus die optimale Vorbereitung. Nehme ich jetzt einfach noch ein bisschen von dem K2 Cleanet hier drauf. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das ausreicht, um das hier runter zu reinigen. Wenn nicht, müssen wir nochmal einen richtigen Glasreiniger nehmen. Aber ich glaube, der Cleanet macht das sehr zuverlässig. Und alles schön klar. Lassen wir noch kurz ablüften. Und dann können wir hier das Clarco Roland drauf machen. So, und jetzt kommt hier der etwas schwierigere Part. Und ihr seht schon folgendes Problem. Also wir haben hier das Clarco Roland. Ich habe hier noch die kleine Variante. Es gibt ja auch noch die Max-Variante. Da ist noch ein bisschen mehr Füllmenge drin. Aber ich hatte auch noch die kleine zur Verfügung. Nochmal kräftig durchschütteln. Und jetzt haben wir so ein bisschen folgendes Problem. Und zwar, je nach Spiegelform kann es manchmal etwas schwieriger werden, das Pad hier ordentlich aufzusetzen. Glücklicherweise bei den Formen hier, bei dem Spiegel, einfach das gerade aufsetzen, ein bisschen drücken, nicht zu viel. Nicht, dass sich das Produkt nach unten läuft. So, und dann kann man hier auch nochmal drehen und das ganz, ganz behutsam auftragen. Aber ihr seht, das ist halt nicht so 100% dafür geeignet. Es ist auch schwierig, so jede äußerste Ecke zu erwischen. Also da gebe ich euch einen Tipp, dreht auch mal kurz das Pad, damit ihr hier sozusagen die angefeuchtete Stelle oben habt, weil das läuft ja dann immer im Pad nach unten, wenn das nur auf einer Seite haltet. Deswegen auch gerne mal drehen und dann hier schauen, dass er alles richtig trefft. Und hier, bei manchen Fahrzeugen wird es hier schon richtig eng. Also, ich habe Glück hier bei dem Auto. Geht's. So, und dann lassen wir das 10 bis 15 Minuten ablüften. Ist überall konstant drauf. Und dann müssen wir es nur ein bisschen mit einem feuchten Tuch ausbügeln. Aber jetzt mal müssen wir es richtig in Ruhe ablüften lassen. Das ist das Allerwichtigste. So, ich schaue mal mit euch nach 10 Minuten nach. Und ihr seht, hier sind noch so kleine Versiegelungsperlchen drauf. Und hier oben bildet sich so ein leichter Schleier. Und das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal mit zeigen. Also hier, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie sind die Temperaturen. Wir haben jetzt, glaube ich, um die 14 Grad hier drin. Ich habe es nicht zu warm hier drin gemacht. Also für mich ist es okay. Aber für so eine Versiegelung, die brauchen manchmal einen Tick länger. Und deswegen hier, ich wollte es euch einfach mit zeigen, damit ihr das auch immer bei euch mit drauf achten könnt. Also nicht zu früh auspolieren. Das ist noch nicht der Moment, wo das Clarco Roll-On sozusagen fertig ist. Sondern das braucht noch ein bisschen, vielleicht noch mal so 10 Minuten. Wir gehen aber mal auf die andere Seite und schauen uns mal im Spiegel das Mirror Code Zero an, wie das noch arbeitet. So, dann sind wir auf der Fahrerseite und hier wird es jetzt mal richtig spannend. Da hat auch jemand in den letzten Kommentaren geschrieben, so, dass es gar nicht erst gesehen hat so richtig. Oder ich glaube, was bei Facebook oder wo auch immer, dass man das gar nicht so erkannt hat. Man dachte, das prallt irgendwo ab oder ich sprühe gar nicht. Aber hier, könntest du mal testen. Das prallt vom Spiegel ab, also vom Spiegelglas. Und prallt hier drüben, hier gegen die Scheibe, das prallt hier so ab und fliegt hier rüber. Also das ist crazy. Also probiert es gerne mal aus, ist eine coole, coole Sache. Und wie gesagt, halt nicht drauf fassen, dann geht es relativ fix kaputt. Ihr seht auch hier, haftet so ein kleines Tröpfchen, aber beim nächsten kleinen Windstoß fliegt das auch weg. Also hier, das ist hier drauf geschossen und ist hier rüber abgeprallt. Also funktioniert sehr, sehr cool auf der Seite. So, und jetzt können wir uns das mal anschauen hier. Das ist halt ein Fehler, den viele machen beim Clarco Roll-On, dass sie das einfach zu früh wieder vom Glas runternehmen. Und das ist dasselbe auch beim Clarco Ultra. Jetzt ist es aber soweit, es sieht ganz gut aus. Nur so ein paar letzte Mini-Tröpfchen, aber der gesamte Film ist schon sehr, sehr stark hier an Schleier. Deswegen können wir es auspolieren. Ein bisschen was hier aufs Tuch.
kurz ein bisschen Druck aufbauen. So, sprühe mir hier ein bisschen was ins Tuch rein. Und dann kann man sich das auch ein bisschen hier im Tuch verteilen. Es soll wirklich nur ganz leicht nebelfeucht sein. Nicht hier total klitschnass, wie es hier oben ist. Das ist falsch. Sondern hier einfach ein bisschen über die Fasern. So eine leichte, feuchte Oberfläche. Und jetzt polieren wir das einfach aus. Durch den leichten Feuchtigkeitsanteil nimmt er den Überschuss runter. Und dann nehme ich ganz gerne, das ist auch so ein kleiner Trick von mir, nehme ich dann eine trockene Seite. Und ihr seht, wie glasklar das wird. Absolut top. Und jetzt lassen wir es noch 12 Stunden aushärten. Ich drehe dann morgen für euch hier das Abhärverhalten. Und so funktioniert, so trägt man das Clarco Roll-On richtig auf. Schönes Ding. So, und jetzt schauen wir uns mal das Clarco Roll-On hier auf dem Seitenspiegel an. Und ja, stellt euch vor, ihr fahrt jetzt hier im Regen, habt natürlich hier schönen Windschatten, aber wenn dann doch mal ein bisschen Wasser hier drauf kommt, habt ihr folgendes Ergebnis. Hier nochmal das Bild vom Clarco Zero. Ganz klar zu sehen, also das prallt ab wie, als wäre das irgendwie magnetisch oder so und würde das abstoßen. Und jetzt hier beim Clarco Roll-On, denke ich mal, wird das ein bisschen anders aussehen. Seht das hier? Ihr habt zwar ein richtig schönes Abhärverhalten, seht es auch hier, aber dadurch, dass wir hier überhaupt keinen Windstoß haben und nichts irgendwie da zur Verfügung steht, wird er einfach zwar das wunderbar runterlaufen, ihr habt auch wunderbare kleine Perlen, die sind auch super rund, aber es haftet 1:1 an der Spiegeloberfläche. Und wenn jetzt ein bisschen Wind kommen würde, dann würde das auch sofort runterpusten. Und das ist der Wind, den ihr halt an der Frontscheibe habt, wenn ihr hier das als Glasversiegelung nutzt. Aber es reicht nicht aus, diese wunderbar runden Tropfen, die zwar jetzt drauf sind, aber also runter zu pusten, aber es fehlt dann hier einfach an Wind. Und das ist der Grund, warum man diese normalen Glasversiegelungen halt hier drauf machen kann. Okay, aber ihr habt hier einen Windschatten. Und das ist großer Nachteil. Ihr braucht diese 30, 35, 40 km/h, damit das hier richtig losgeht. Ihr seht auch, das rutscht hier wunderbar runter, aber es wird nicht reichen. Und deswegen mein Tipp, natürlich das Clarco Miracle Zero hier auf die Rückspiegel machen. Auf Frontscheibe, Seitenscheibe, alles perfekt. Könnt ihr natürlich auch gerne dann die Clarco Ultra-Variante oder was auch immer nehmen. So, und deswegen wünsche ich euch viel Spaß dann beim Ausprobieren. Das war mal ein kurzer Test, auch nochmal für alle, die nachgefragt haben. Also probiert es aus, aber mich stellt das halt auch während der Fahrt dann nicht zufrieden. Es bewegt sich hier halt einfach nichts. Das ist der große Unterschied. Bis dann, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Euer Sebastian. Ciao.